Stefanie Crisper, die Sicherheitssprecherin der NEOS, ist nun an Bord, eine Wienerin. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrter Herr Innenminister. Wieder steht ein Top unter dem Schlagwort Vertrauen. Dass das BVT in den letzten Monaten und auch jetzt noch nicht das nötige Vertrauen von den internationalen Partnern und anderen Organisationen genießt, das es braucht, um effizient für die Sicherheit im Lande zu arbeiten, ist evident. Und seit die ÖVP nicht mehr in einer Koalition mit der FPÖ ist, gibt sie das auch zu, auch heute. Warum erst jetzt? Weil es natürlich daran lag, dass das Vertrauen schwand, weil die FPÖ in einer Regierung war mit der ÖVP, weil der FPÖ das Innenministerium überlassen wurde und weil es zu dieser Hausdurchsuchung im BVT, im Extremismusreferat kam. Wir NEOS haben immer auf eine zügige Reform des BVT gedrängt für die Sicherheit im Land und gerade die letzten Tage, Stichwort graue Wölfe, Stichwort Unruhen in Favoriten, Stichwort Ermordung eines Kadyrov-Gegners auf österreichischem Boden, haben gezeigt, wie wichtig das BVT ist und wie viel es hier zu tun gäbe. Weil wir in Wahrheit viel zu wenig Schimmer davon haben, welche antidemokratischen und staatsschutzrelevanten Entwicklungen es in unserem Lande gibt. Und das sage nicht nur ich, das sieht man im Vergleich, wenn man sich den Verfassungsschutzbericht der Deutschen ansieht, wo viel mehr Analyse selbst öffentlich zu sehen ist. Vor diesem Hintergrund ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass heute der erste kleine Schritt in Richtung BVT-Reform getätigt wird und auf Schiene gebracht wird. Es geht im Kern um die schon genannte vertiefte Vertrauenswürdigkeitsprüfung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BVT. Das ist ein wichtiger Schritt, um die personelle Integrität und die Vertrauenswürdigkeit auf ein neues Level zu heben und neue Standards zu setzen, die garantieren, dass es keine Divided Loyalties gibt, um das so auszudrücken. Ich freue mich auch über die Zustimmung zu unserem Ausschussfeststellung, weil uns wichtig war als NEOS, dass wir auch klar sind, dass BVTler keine Nebenbeschäftigungen, die nicht kompatibel sind, auszuüben haben. Das war ja auch im BVT-Untersuchungsausschuss ein Thema. Und danke hier für die Zustimmung und Aufnahme dieser Idee der Opposition. Aber genauso wichtig wäre es uns, geschlossen als Opposition, dass diese Verordnung zur Vertrauenswürdigkeitsprüfung durch den Hauptausschuss des Parlaments genehmigt wird. Warum? Weil dann eben auch die Änderung oder Zurücknahme der Verordnung auch durch den Hauptausschuss gehen müsste. Und das ist natürlich hier für uns sehr wichtig, wenn wir schon nicht auf Gesetzesebene diese Vertrauenswürdigkeitsprüfung implementieren. Und Kollege Marat, die Verfassung sieht das explizit vor in Artikel 55 Absatz 4, warum das nicht nützen und Dinge üblich machen, die Sicherheit und Reglements hier auf klare Ebenen heben. Das achten wir nämlich fürs BVT für nötig, weil es einfach um eine ganz heikle Materie geht und in diesem Gesetzgebungsprozess. Man hört ja auch, dass es im Bundesrat hier vielleicht zu Verzögerungen kommt, wenn hier dieser Oppositionsidee nicht entsprechend entgegenkommen wird von Regierungsparteien, was ich als sehr bedauerlich erachte, Herr Minister, weil dieses Anliegen sehr leicht zu akzeptieren gewesen wäre. Wie kann es besser gehen? Ich hoffe, im Sommer wird es jetzt sehr konkret mit Gesetzesideen und Reformkonzepten und ich hoffe, dass unsere Expertinnen und Experten, so wie wir von den NEOS, die hier bereitstehen, entsprechend früh und wirklich respektabel eingebunden werden und unsere Ideen, unsere konstruktiv übernommen werden. Das würde ich mir erwarten und auch besonders unsere Experten. Vielen Dank, Herr Minister.